Also gut. Da wären wir, die letzte Zone der Barrier Beauties. Wenn man vom Teufel spricht. Yo, da sind sie doch, oder? Na, wenn das nicht die Lieblingshelden der ganzen Stadt sind. Sorry, aber wenn ihr denkt, hier geht's noch weiter für euch, liegt ihr falsch. Ich hab gar nichts gedacht, seit du den Mund aufgemacht hast. Mhm. Warte mal, bist du nicht dieser Neko? Zum letzten Mal. Ich heiße Beat, yo. Geht das endlich in eure blöden Schädel rein? Und dann muss ich nachhelfen, yo. Los, Rendo. Okay, jetzt haben wir so auch die zwei Gegner auf einmal hier. I'm all set. It's go time. Ja, das ist nicht gerade so optimal. Aber wir kriegen das sicherlich auch mit unserem windigen Pin auf die Reihe. Ja, verdammt mal. Jetzt haben wir auch noch Pinguine hier. Okay, Zeit für ein bisschen Wirbelwind. Puh, nicht optimal gelöst. Okay, wir haben eine neue Stufe erreicht. Pinguine erledigt. Ah, stimmt ja, diese Fähigkeit von ihm habe ich ja total vergessen. Stimmt ja, das habe ich ja total vergessen, dass wir auch in der Lage sind, mit seinem Skateboard in der Oberwelt ein bisschen herumzudüsen. Und somit ein bisschen Groove zu regenerieren. Okay. Okay, 20% Groove. Komm schon. So einfach wird das, wie es aussieht, doch nicht. Okay, weiter für die nächste Runde. Dieses Mal sind es plus 3. Gonna get windy. How's that? Booyah! Okay, die ganzen Frösche. Oh, wir haben doch nicht alle Frösche erledigt. Leave it to me, yo. Time to fly! Time! Gonna get windy! It's over!
Wieso sind das jetzt auf einmal zwei Frösche? Eigenartig, ich dachte, es wäre bloß einer gewesen. Aber egal. Es war trotzdem ein bisschen enttäuschend, dass wir nicht mit Fred und Nagi auch nochmal eine Runde spielen können. Im Kampf gegen die Pure Hearts. Aber was soll's. Hey, Beat, ich schätze, das ist der Anführer dieser Zone. Vielleicht nehmen wir uns ihn lieber. Was soll er? Wollt ihr für eure Ehrengäste nicht mal den roten Teppich ausrollen, yo? Vorsichtig. Icky Twisters. Doch, doch, sobald es Ehrengäste gibt, die das wert sind. Mutig von euch hier als Duo aufzukreuzen. Habt ihr keine Angst? Wir nicht, aber ihr solltet. Angst haben vor zwei Trotteln wie euch, ha? Diese Zone ist unsere letzte Hoffnung. Als Fabian Beauty verteidige ich sie bis zum letzten Atemzug. Wir leben unsere Leidenschaft für die Mode und gegen sowas wie euch verlieren wir nicht. Ey, das ist beleidigend. Gegen sowas wie euch. Und wir können jetzt sogar noch nicht mal in dem Laden einkaufen, in dem wir ein... Oh, doch, 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 doch. Wir können doch noch mal kurz bei Coney X Coney mal kurz schauen, ob wir was kaufen können. Hello, welcome to Coney Coney. Mal sehen. Irgendwas Besonderes? Tja, die Hyazinthe wäre auf jeden Fall etwas. How about this? I simply adore it. Für unseren guten Rindo. Für unseren Rindude. Okay, sonst noch etwas ist... Warte mal. Plus 32, plus 49. How about this? I simply adore it. Okay, wir haben jetzt eine neue VIP-Stufe auf jeden Fall hier erreicht. How about this? Leaving so soon? What a shame. Tja, ist nicht gerade sehr optimal. Aber ein paar klitzekleine Verbesserungen so sind nun mal notwendig. Gott. Ein paar notwendige Verbesserungen. Nicht gerade sehr optimal. Aber so optimal. You're done for. Yeah. Gonna get windy. Time to fly. Nailed it. That was shit. It's over. You're done for. You ready for this? Give it to me, yo. Nice. You ready for this? Hang in there. Gonna get windy. Uh-huh.
Follow me, yo! Great job! Thanks for the help! I got you! Let's keep it up! That was sick! Thanks for the help! I got you! Thanks for the help! I got you! Time for a beatdown, yo! Let's go, girls! Let's keep it up! That was sick! You're done for! Turn up the volume, yo! We got this! Okay, jetzt ist also nur noch Gevatter Petz hier. It's over! Time to fly! Gonna get windy! Hands up! Time to fly! You're done for! Not bad, I'd say. Gut, wir haben's geschafft. Wir haben die Zone übernommen. Und wir müssten damit jetzt auch noch ein Level-Up für unseren Adlerpin haben. Aber wie sieht's jetzt da drüben aus beim Busbahnhof? Wir haben's geschafft, wir haben gewonnen. Diese Beauties konnten's mit uns zwei Mordskerlen nicht aufnehmen. War einfach, als ich gedacht hatte, yo. War die richtige Entscheidung, sie aufzuheilen. Gut gemacht, Captain. Streng genommen war es ja Nagis Idee. Apo, ich hoffe, sie und Fred sind okay. Yo, Rinbro! Fred, Nagi! Alles gut gelaufen? Besser als gut, es lief super! Ich würde mich nicht so überschwänglich äußern. Wie dem auch sei, gut gemacht. Und bald werden es alle erfahren. Da sind sie schon, die neuen Nachrichten. Hey! Es gibt Neuigkeiten, Shibuya Slammers! Mann, wird das toll, wenn er gleich unseren Namen sagt. Die Warrior Beauties haben sich eine neue Zone gesichert! Was? Wann? Es war ein Risiko, ihr letztes Revier aufzugeben, aber es hat sich gelohnt. Ihr Beauties macht es echt spannend, dafür habt ihr Respekt verdient. Ich dachte, wir wären fertig vor dir. Vielleicht war der ehemalige Anführer eine Ablenkungstaktik. Also was macht ihr jetzt, Twisterinos? Wenn ihr jetzt nicht reagiert, verliert ihr womöglich euer gesamtes Revier. Sie haben sich die Zone um das 10-4 geholt. Dann holen wir sie uns zurück. Okay, jetzt sind wir erstmal wieder komplett vereint. Also wird es Zeit, dass mein Adlerpin mal wieder weggeht und wir unseren normalen Pin aktivieren. Bedeutet das jetzt allerdings, dass wir, wenn wir jetzt das 10-4 einnehmen, es dann höchstwahrscheinlich mit, wie hieß sie jetzt noch? Kanon! Es zu tun kriegen? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen es gleich mit Kanon zu tun. Der Anführerin der Beauties. Das wird dann sicherlich kein einfacher Fight. Wir müssen darauf gefasst sein, dass das eine große Nummer wird. Ich sehe die Beauties da drüben. Und ich spüre ihre blutrünstigen Absichten. Echt nicht für gar nichts. Das ist vielleicht auch gut so. Aber sie hat recht. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ist egal, was du fühlst. Wir haben einen Job zu erledigen. Wenn wir bei ihnen auftauchen, können sie uns nichts wegnehmen. Wie los? Okay. Okay. Dann mal los. Hi, gehörst du zu den Warrior Beauties? Yeah. Zieh dir mein Outfit rein, dann weißt du, zu wem ich gehöre. Wurde auch Zeit, dass ihr trotteligen Twisters auftaucht, hab schon auf euch gewartet. Ich heiße Maito und ich lasse mich nicht so leicht abschminken. Ich kann zwar seine Gedanken nicht scannen, vermute aber, dass seine Psyche besser unerforscht bleibt. Wir müssen also nur dich erledigen und dann war's das für dein Team?
Angenommen, ihr könnt gegen mich bestehen. Hey there. Maito, ich komme doch noch rechtzeitig. Sumio, was machst du hier? Ich wollte vorschlagen, die Regeln eine Weile zu vergessen und ein bisschen unmoralisch zu sein. Du bist nicht so mein Typ. Hm? Spinnst du, die Twisters erledigen? Schon vergessen? Oh oh. Mir ist klar, dass dir die Autorität fehlt, solche Verhandlungen zu führen. Aber Kanon würde sicher verstehen, dass du im besten Interesse des Teams gehandelt hast. Also, wollen wir diesen Rabauken gemeinsam ausschalten? Hä? Okay, jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl. Du gibst aber auch nicht auf. Na gut, ich bin dabei. Jemand muss den trotteligen Twisters hier mal zeigen, wo der Hammer hängt. Dann machen wir das mal. Oje, 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 Mini. Alles klar, dann hole ich mal die Mannschaft. Das ist sowas von unfair. Egal, Mann. Ach ja? Ist egal, wie viele die sind. Total egal, ob ihr zu 10 oder zu 100 ankommt. Ihr verliert, yo. Da hat aber jemand Selbstvertrauen. Niku. Alter, ich sag das jetzt zum letzten Mal. Hey, Punk. Ich bin nicht Niku. Ich heiße Beat, yo. Und jetzt auf sie, Captain. Was, jetzt? Okay. Okay, auf sie mit Gebrüll. Gegen Pure Hearts and Varia Beauties. Oh, verdammt nochmal. Das ist jetzt also wirklich das die letzte Runde des Tages Nummer 3. Keep your eyes on me. Tja, eine unserer leichtesten Aufgaben. Als Varia Beauties, Pure Hearts und dann natürlich auch noch die Debrewer Society sich zusammentaten gegen uns, hatten wir mehr Probleme gehabt. Hey. Wo sind Maito und Sumio hin? Abgehauen, nehme ich an. Puh, ein Glück. Was habe ich euch gesagt? Ist egal, wie viele die sind, yo. Ist der Kampf um die Vorherrschaft in der Stadt damit endlich beendet? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das erfahren wir gleich. Hey. Aufgepasst, Shibuya Slammers. Ich habe nochmal Neuigkeiten für euch. Haltet euch fest, denn das haut euch um. Die Wicked Twisters haben sich ganz Shibuya geholt. Ich habe keine Sekunde an euch gezweifelt, Leute. Kommen wir also zu den Ergebnissen. Unbestrittene Sieger des heutigen Revierkampfes sind... die Twisterinos, ihr habt es uns wirklich gezeigt. Aber was für ein Pech für die Beauties. Haben stark angefangen, wollten ordentlich auf die Pauke hauen. Und haben dann auf die Mütze bekommen. Kann er einfach zum Ende kommen? Glaubst du, es kommt noch ein großes Finale? Und damit ist der heutige Revierkampf beendet. Wirklich? Puh. Mir schwirrt der Kopf vor all den Wendungen. Mehr verkraft ich heute nicht. Ein dickes Dank an euch alle für die gute Show heute. Freut euch auf eure Preise und bis zum nächsten Mal. Na, ob wir diesmal einen Preis kriegen? Also, sind wir jetzt hier fertig oder was? Yep, fix und fertig. Also gut. Haben wir einen Preis? Nein. Nein, haben wir nicht.
wir haben allerdings Freundschaftspunkte bekommen. We really got a good thing going here. Oh yeah, you can say that again, am I right? I cannot help but feel we are riding our new comrades' coattails. It's all good as long as we win. Honestly, I was never much of a team player, but I'm better than I was 3 years ago, yo. My hero! Think we managed to take first place? Let's find out. The Wicked Twisters took home the gold in today's turf war, but couldn't knock the Ruin Bringers off their pedestal. Shocker. Give me a break, yo. They wasn't even planned today. Ain't no way they're still on top. Permit me to remind you, they did defeat the target on day one. Right, but that's the only day they earned any points so far. I've got a feeling that we can turn the tables, especially now that we've got Beat on our side. I wondered when I might run into Rindy in the game. Hey there, Kanon! Oh, and you must be the one everyone thought was Neku. Yep, that's me. Name's Beat, yo. And I'm guessing you ain't on our side. So what, you wanna go? Whoa, Beat, chill out! Why? Ain't she our rival? Technically, but the game's done for today. Huh, word. I see you two have become fast friends. Reminds me of when Nagi first joined the team. You sure know how to pick him. Well, I don't know about that. So if you ain't here to rumble, then why are you talking to us? Well, you see, I've got a proposal. For us? Mm-hmm. All four of you. Well, we'd love to hear it. Thank you, Fred. Ever the gentleman, I see. Let me cut to the chase. Why don't we work together? Quick? We all know this game's rigged. Sure, but... I think it's high time we set things straight. But how? By kicking the Ruinbringers in the last place. But... wouldn't that get them erased? Alright, lady. I'm listening. Don't they deserve it for cheating their way to the top? A valid point. Hold up. When they cheat? When didn't they? Remember what happened at the end of last week? There's no way to win if we keep playing by their rules. If we want a shot at the top, we've got to take them out, leader and all. And in order to take them out, you're gonna need our help? Exactly. We'll wait until the final day, so as not to arouse any suspicion. The Ruinbringers will be on top all week anyway. If we leave them be, we'll just watch them win over and over until it's our turn to face Erasure. And I won't let that happen. Sure, I'm buying what you're selling. You've managed to come out on top against those thugs twice now. With the right kind of backup, I bet you could go one better. And what precisely might better entail? You'll find yourselves in first place, free to leave the game. Which leaves you... facing off against Motoi the following week, I guess. So then... what exactly do you get out of this plan? A fair fight. I can take losing if it's on a level playing field. Spoken like a samurai. Thanks, I think. Kanon, are you serious about this? You're not trying to trick us or something, are you? You really think I would do something like that? It's just, it sounds like you're willing to do anything to win this game. You're not wrong. Especially knowing my life is on the line. I like to have fun, but I know when it's time to get serious. Right. Ultimately, whether you believe me or not is up to you. If we were to defeat the Ruinbringers leader, would that guarantee another team could take first place? I can't say. You kidding me? But I can say that if taking them down changes nothing, then we're all out of hope. So you're saying this is really our only option? I'm afraid so. Well, how about it, Rindy? You're getting a pretty sweet deal here. Even Motoi will end up better off than he is now. It's win-win-win. Come on, this game's been bugging out for long enough. I say it's time we hit the reset button. Ach, wie das wohl aussehen soll. Ein sauberer Neustart ist nie möglich. Wolken sammeln sich am Horizont. Ein Sturm zieht auf, ein unerfreuliches Ende verbirgt sich hinter dem Schleier des Möglichen. Vorsicht ist geboten gegenüber den Menschen um dich herum. Excuse me?
Oh Mann, würde es sich umbringen, mir mal was Gutes zu sagen? Oder vielleicht auch mal was, naja, Verständliches? Also, was soll ich machen? Trägheit wird dir nicht helfen, deine Taten sprechen lauter als alle Worte. Du weißt, wie sehr ich diese Rätsel hasse. Ich hab dir Geld gegeben, also erzähl mir was. Das Fass läuft über vor Ausnahmen von der Regel. Berichte der Vergangenheit verlieren ihre Bedeutung. In letzter Zeit erscheinen ungebetene Gäste vor mir. Okay, das reicht, ich bin raus. Shoka, sei einfach vorsichtig, es ist gefährlich hier. Okay, ciao. Oh, das Kätzchen lässt dir die Zukunft vorhersagen. Ja! Ja und? Nichts, all die anderen Reaper machen sich auch Sorgen um die Zukunft. Diese gerissenen Twisters machen sie wohl irgendwie nervös. Nee, kann schon sein. Wir sollten ein Auge auf diese Hohlköpfe haben. Tja, dein soziales Netzwerk wurde aktualisiert. Kae Ono. Hat uns das jetzt was Großartiges gebracht? Nun denn, das Kapitel Soundsurfer ist vorbei und wir schreiten voran zu Tag Nummer 4 der zweiten Woche. Und so wie es aussieht, werden wir jetzt mal wieder ein paar Zeitsprünge absolvieren müssen. Das war ja mal wieder Rindospin. What's up, Fred? Just thinking about what Kanon said yesterday. You mean Operation Ruinbringer's gonna get got? Still don't know much about that lady, but I dig her way of thinking, yo. We got duped so many times back in the day. We took on each mission as it came. And those Reapers played us like a banjo every damn time. Just as we were played at the end of last week. Yeah, makes sense. Especially given what Kanon was saying. I know we told her we needed to mull things over, but I think we should go for it. What do you say? Lord Rindo, we mustn't forget the words of the Sweet-Toothed Reaper. He stressed the importance of discerning who has our back. Or who wants to stab it. Kanon doesn't seem like the stabby type to me. I mean, me neither, but... If anyone's gonna backstab us, it's the Reapers. And if this game's like the one we was playing, then the whole thing's bogus with a capital B, yo. The whole thing? What do you mean? Turned out we was playing to stop Shibuya from getting erased. Seriously? They said they used the game to search for peeps good at using sights. But that's a load of bull. Yeah, Candyman called it a talent show. Except there wasn't no fancy prizes. And one wrong move meant Shibuya was done for. Aha! At long last, the dots have been connected. Total disaster nearly befell the city 3 years ago. Oh, right! That thing Kanon was talking about. When Neku saved the day. I'd be fine just racking up points. If doing that meant we could actually win. Something tells me that's not how things work. Otherwise, we would have taken first place yesterday. Huh? Eine neue Nachricht. Speak of the devil. Today we've been asked to... Ooh, what's this? Unravel the city's riddles and report on your findings. A mystery set in the city. Or is the city itself the mystery in question? What's the question? If one has to ask... We'll figure it out, yo. You know, B, you kind of remind me of me. I feel that. Thing is, the boss treats you differently. I don't get it. I wonder if Swallow's replied yet. I do not inherently despise all who dwell in the light. What you mean, the light? Still nothing. The world in which you live. It's the same as yours. Don't know about you, but I live in Shibuya. Corporeally speaking, yes. Are you listening to me? I don't know. It's not that I don't trust Kanon, but she made it sound like going along with her was the only way to avoid erasure. What are we supposed to do? I'm yet unsure which is the quickest path back to the RG, or if it is even possible to return there at all. But oh, how I long for the latest chapter of Alestra. Tja, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Also, wo sollen wir die Rätsel überhaupt suchen? Wenn man unseren Mobilgeräten glauben darf, sollten wir uns zur Tipsy Toes Hall begeben. Yes. Klingt gut. Nett, dass sie uns einfach so stecken, wo wir hin müssen. Die heutige Mission wird ein Kinderspiel. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Die Rätsel der Stadt lösen, die neueste Mission. Aber beim besten Willen war niemals eine Mission so einfach gewesen.
wie es auf den ersten Blick erscheint. So, das soziale Netzwerk hat sich da oben doch erhöht. Okay, das war jetzt nicht gerade so gut wie erwartet. In Dog und Saka könnte jemand unsere Hilfe brauchen. Am Busbahnhof, am Westausgang könnte jemand unsere Hilfe gebrauchen. Und wieder mal Dog und Saka. Busbahnhof, Dog und Saka. Also gut, gehen wir dann erstmal zum Busbahnhof hin. Ich denke mal, das ist jetzt erstmal am sinnvollsten. Erstmal kurz am Busbahnhof, dann erstmal wieder mal hier und dort was Neues aktualisieren. Am sozialen Netzwerk und mal sehen, was ist jetzt hier los? Hey there. So, sehen wir uns wieder, Twicket Twisters. What? Wer zur Hölle bist du? Sag nicht, ich hab mich schon vergessen. Ich bin Sumio von den Pure Hearts, der von gestern, erinnert ihr euch? Nee. Echt jetzt? Oh, ich erinnere mich gut an dich, glaube ich. Du wolltest uns reinlegen, du Mogelpackung. Ach, das tut mir so leid. Kommt nicht wieder vor. Was willst du? Keine große Sache. Ich wollte nur eure Meinung wissen. Unsere Meinung? Motoy hat eine Nachricht geschickt, aber ich weiß nicht, wie ich antworten soll. Oh, ganz einfach. Tippe auf das leere Feld und schreib los. Das ist nicht das Problem, aber Motoy benutzt immer diese abgedrehten Fremdwörter. Da steige ich kaum durch. Ah ja. Und wenn ich endlich kapiert habe, was er meint, schickt er noch mehr Kauderwelsch. Alter, ich weiß genau, was du meinst. Was? Er erwartet, dass wir mit ihm Schritt halten. Aber ich komm kaum hinterher. Sag ihm das so einfach. Lass mal, wir sind nicht in der Grundschule. In höheren Kreisen läuft sowas nicht. Erwachsene haben sich ihre Vorgesetzten anzupassen. Nicht andersrum, ganz simpel. Warum fragst du dann nicht ein paar Erwachsene? Würde ich aber, ihr scheint Motoy ziemlich ans Herz gewachsen zu sein. Echt? Yep, er spricht in höchsten Tönen von euch. Also dachte ich, ihr könnt mir vielleicht mit den richtigen Worten helfen. Motoy, redet über uns, über mich? Klar doch, also was meint ihr? Habt ihr ein paar kluge Worte für Motoy auf Lager? Weil du so nett gefragt hast, versuchen wir es. Und so ward der Köder geschluckt. Bringen wir es hinter uns. Und wir müssen dem Kollegen nur antworten, yo. Genau, wir Erwachsene. Was steht in der Nachricht? Da steht, hier, lest es besser selbst. Mal sehen. Letzten Endes sind wir in diesem Spiel alle Compadres. Capiche? Also dachte ich, wir halten hier ein kleines Remue Meninges ab. Ich meine, Porque no? Das könnte vielleicht oder nicht heißen. Aber genug von mir. Ich würde gerne Kommentare von allen hören. Remue Meninges ist sicherlich eher gesagt ein kleines Resümee. Und Kommentarios ist ja ganz klar Kommentare. Und nicht eine Person hat geantwortet. Wow. Ich glaube, er will einfach nur wissen, wie wir zu unserer Kooperation mit anderen Teams stehen. Wie seht ihr das? Kein Plan. Gehen wir mal davon aus, solche Nachrichten schickt er andauernd. Und eine ist unverständlicher als der andere. Und selbst wenn man sie versteht, hat man keine Ahnung, wie man darauf antworten soll. Aber ich muss halt antworten, wir stehen sonst alle blöd da, auch Motoy. Lotrindo, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Keine Ahnung, aber ich probiere es mal. Für lange Nachforschung fehlt die Zeit. Es muss so gehen. Ich muss einfach wie Anasa denken. Was würde er in dieser Situation sagen? Ein Zitat verwenden? Zitate gehen immer und man muss sich nichts Eigenes ausdenken. Vielleicht was in der Art. So abgeschickt. Oh, lass sehen. Wer Gebühren für WLAN verlangt, verlangt auch Steuern für Atemlauf. Was? Yes. Diesen Spruch verwendet meine Motoy oft. Wirklich? Dann geht das in Ordnung. Und wenn nicht, mache ich einfach ein paar Reparos. Reparos? Verwendet man das so? Ich bezweifle, dass sich eine versandte Nachricht ändern lässt. So, ein Antrag weniger auf der To-Do-Liste. Den Rest übernehme ich. Hat das jetzt wirklich geklappt? Welchen Rest? Yo, der Burrow hat nicht alle Murmeln im Schrank.
Aus deinem Mund ein wahr vernichtendes Urteil. Sei es drum, gehen wir. Okay. Wenn das vorbei ist, muss ich mein Ernasser-Repertoire auffrischen. War das wirklich jetzt schon alles gewesen? Das hat geklappt? Tja, meinetwegen. Wo hat sich denn jetzt unser Netzwerk erweitert? Ja, wo hat sich unser Repertoire jetzt erweitert? Ach so. Wir müssen erst die dritte Stufe bei Hock Fang erreichen, um dann ihn erstmal frei zu spielen oder frei zu schalten. Tja, das kann dann ja noch ein bisschen dauern. Okay, vielleicht machen wir aber jetzt erstmal ein paar nebensächliche Sachen erstmal weiter. Wir gehen dann jetzt erstmal nach Dogen Saga. Es hat ja nun wirklich keiner gesagt, dass wir sofort zur Tipsy Toes Hall gehen müssen. Warte, ist das jetzt hier ob der Weg? Ja, das ist der Weg nach Dogen Saga. Und hier wiederum haben wir noch zwei kleine Nebenquests zu erledigen. So, komme was wolle, das kann uns sicherlich gleich weiterhelfen. Der hat sicherlich mal wieder ein paar Neues an der Backe. Jo. Oh, das ist Gato Nero. Wovon zum Teufel redest du da? Der Kapuzenpulli von dem Typ. Oh, den Pulli haben wir neulich schon gesehen, oder? Moment, ist das derselbe Typ? Scheinbar ist der arme Tropf verfallen. Jetzt, wo du es sagst, das sind wirklich seltsame Vibes. Leider bleibt in diesem Fall nur die Offensive. Du sagst es, yo, Zeit für Gehirndresche. Fast, egal, legen wir los. Tja, das soziale Netzwerk hat sich wieder einmal erhöht. Ich bin aus Kansai gekommen, um meiner kleinen Schwester was von Gato Nero zu kaufen. Aber die Verkäuferin war einfach so süß, dass ich viel zu viel Zeug gekauft habe, um ihr Lächeln zu sehen. Hoffentlich habe ich genug Geld für die Miete. Tja. Hätte er sich lieber mal vorher überlegen sollen. Nur weil eine Verkäuferin süß ist, sollte man nicht so viel Geld ausgeben. Oh, this is gonna be easy. Sie war so perfekt, aber wenn ich zurück nach Kanzel gehe, ist es vorbei. Verdammt, die blauen Viecher waren, glaube ich, Lebenssauger. Okay, das war jetzt nicht so gut. Wir hätten uns wirklich zuerst auf die Quallen konzentrieren sollen. Ich habe das Gefühl, wir sind seelenverwandt. Gesunde Auslöschung? Ach so, wir kriegen durch die wieder Energie. Keep it up, Pete. I got you. Rest in peace. You're done for. There.
Na, das ist ja mal praktisch. Dann war die vorherige Runde ja nicht so schlimm gewesen. We've got this in the bag. Okay, das ist jetzt schlimm. Erhöhter Schaden. All together now. Great job. Get it, go. You alright? Right. Right. Yes, got it. Not bad. It's over. Nailed it. Perfecto. The beat goes on. Did I do that? You sure did. Hey, not bad. Just doing my job. Tja, das ist jetzt blöd gewesen. Diese Noise mit erhöhten Schaden sind übel. Ja, das war zu übel gewesen. Die Mission ist fehlgeschlagen. Tja, hätten wir doch diese anderen Noise mit erhöhten Schaden doch lockerer besiegen können. Ansonsten war das Ganze ja nicht so übel gelaufen. Diese neue Noise-Art, die Lebenspunkte regenerieren kann, ist gut. Der andere Kram allerdings katastrophal. Contribution. That was sick! You're done for me, yo! That was perfect! Thunder! That went pretty well! I suppose. Did I do that? You sure did! Burn, baby! Nice one, now, girl! It's over! Leave it to me, yo! Nice! That's a falter! There! Let's keep it up! Understood! Okay, diesmal haben wir schneller hingekriegt. Das war ja schon mal vorteilhaft. No sweat for Fred! Okay, und vielleicht kriegen wir jetzt an diesem Augenblick... Time to get wild! Just got too wild! It's over! Is she okay? Leave it to me, yo! Burn, that was perfect! Baby. Free at last! That was my humble contribution. Perfecto! Play! Play! Okay, so etwas wie Bonus-LP gibt es leider nicht. Okay, we got this. Okay, jetzt wird's problematisch. Exquisite timing. Booyaka! Keep your eyes on me! Time to get wild. Just not too wild. Burn, baby. Hit up. Did I do that? You sure did. I did it. Hell yeah, you did. Did I do that? You sure did. Okay, dieses Mal haben wir unsere Pins ein bisschen besser eingesetzt. Unsere Gegner mit dem ultimativen Angriff anzugreifen und daraufhin erst einmal unseren Versteinerungspin einzusetzen. Oh,
No need to thank me. There! Leave it to me, yo! Spectacular! Perfect timing! Over already, yo? Okay. Das lief gut. Solange jetzt er sagt, kein Scorp. Okay, das war jetzt auch alles jetzt gewesen. Gut, gut, gut. Wir haben einige neue Pins gekriegt. Und wir haben sein Problem gelöst. Es war schön, aber jetzt ist es Zeit für was Neues. Die ganzen Mr. Meows habe ich allerdings an der Backe. Da kriegt meine Schwester mehr Geschenke, als sie geahnt hat. Hi. Ich habe viel Respekt für Geschwisterliebe. Okay, Team, hauen wir ab. Gut gemacht, Nagi. Ja. Tja, Mission abgeschlossen. Und das soziale Netzwerk hat sich wieder einmal erweitert. Wir müssen bloß mal herausfinden, in welche Richtung. Da oben. Da besteht jetzt leider noch keine Verbindung. Ja, dann müssen wir es vielleicht nochmal versuchen bei Monocrow. Na gut, aber an der Stelle würde ich dann jetzt einfach mal sagen... Hey Rimbro, hast du Hunger? Ich? Nicht wirklich. Ich auch nicht, aber ich habe plötzlich voll Lust auf Curry. Und ist Appetit erst da? Gibt es kein Halten mehr? Sonst? Nutzt du das so schon? Ja, voll, ich hab so Angst. Jo, bin mit Fred am Start. Gegen eine Schüssel Curry hätte ich auch nichts. Siehst du, Rimbro, Beat versteht mich einfach. Sei nicht so dramatisch. Wollt ihr rüber zum Don gehen? Ja, du bist der Beste. Okay, damit hätten wir jetzt also wieder einmal eine neue Mission freigeschaltet. Beim Curry Don. Aber diese Mission, liebe Leute von heute, die starten wir dann doch lieber mal erst im nächsten Part. Wo wir dann sowieso auch noch zur Tipsy Toes Hall gehen werden. In diesem Part haben wir sowieso auch schon genügend Sachen erledigt. Und damit seid ihr nochmal tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.